Welch ein Dilemma, welch eine Tragödie. Der gute Lon weiß nicht mehr weiter. Wir müssen in den Winter. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sunset Over Imdal. Wir sind am Ende mit unserem Latein, wenn ich das schon mal sagte. Sag ich das bereits? Ich weiß es gerade nicht. Wie auch immer. Versuchen wir, etwas Hoffnung irgendwo aufzukratzen und dann zu behalten und uns zu freuen über das bisschen Hoffnung, die wir finden könnten. Das rede ich dann wieder für Müll. Egal. Wir folgen einfach mal diesen Hundespuren, die uns durch dieses verwüstete Land führen. Und sie führen uns zu etwas sehr Interessantem. Was ist das? Und die Person könnte man kennen. Ah, Andrea? Oh Gott, da sind noch mehr. Es ist ein Massengrab. Warum würden sie sowas tun? Ich kann's nicht. Okay, was ist hier jetzt passiert? Die Sache müssen wir auf den Grund gehen. Blut. Was ist denn? Der Köter. Hoss. Fragezeichen. Das Blut führt Richtung Portal. Ist Hoss denn noch da? Ich habe dich gewarnt, Lon. Ich habe dich gewarnt. Niemand darf das erfahren. Jetzt komm zurück zum Sommer. Alles klar. Hoss will einfach nicht, dass wilde Tiere durch sein Portal laufen. Kann man irgendwo vielleicht verstehen, aber... Ja. Deswegen gleich töten? Oh nein! Wie schlimm und böse. Klär uns auf, Hoss. Was zur Hölle geht hier vor? Du hast mir erzählt, die Pest hätte allen das Leben genommen. Pest schaufeln keine Massengräber. Es ist wirklich schade, dass du es entdecken musstest. Es wäre so viel leichter für uns beide geworden, wenn du einfach nur nach Hause zu deiner Mutter gegangen und unwissend gestorben wärst. Unwissend? Wovon verdammt nochmal? Es schmerzt mich, dich so benutzt zu müssen, bla. Du verdienst etwas viel Besseres, aber ich habe geschworen, für das Imperium über alles hinter der Moral. Hey! Hey du da! Diesmal kommst du mir nicht! Dieser Mann ist kein Bewohner Imdals! Verschwinde! Lon, ich habe nur getan, was ich... Was hast du gerade zu mir gesagt? Lass uns in Ruhe. Lon, ich... Also gut, leg dein Schwert nieder und komm! Ich sag, lass uns in Ruhe, du dreckiger Hund Imdals! Schlitz! Du hast ihn ermordet. Das spielt keine Rolle, Lon. Er war bereits tot. Tot durch dich. Was redest du da? Hör auf, in Rätseln zu sprechen und sag mir, was verdammt nochmal hier vorgeht. Warum habe ich den Mann umgebracht? Sag mir, warum im Winter ein Massengrab ist, voller Menschen, die ich kenne. Sag mir, warum ich eine Aufgabe abbrechen soll, mit der ich hunderte von Menschenleben retten kann. Und bitte sag mir, wie die verfluchte Pest nach Imdal gelangen konnte. Vielleicht weißt du das schon. Die Person, die die Pest gebracht hat, tat das nicht bewusst. Kann jemand eine Krankheit verbreiten, ohne zu wissen, dass er krank ist? Kleidung trägt auch Bakterien, du unwissendes Kind. So wie wir. Sollten deine Sachen nicht genug Bakterien getragen haben, als wir uns trafen, hat meine Umarmung auf jeden Fall den Rest dazu gegeben. Du bist derjenige, den du suchst, Lon. Du hast die Pest nach Imdal gebracht.
Nein. Wir sind beide infiziert. Das Entwicklungsstadium besteht ein oder zwei Monate, bevor sich die Symptome zeigen. Nein, nein, nein! Du bist hierfür verantwortlich? Du scheiß Feigling! Bin ich ein Feigling? Vielleicht. Aber ich bin derjenige, der sich freiwillig mit einer tödlichen Krankheit infiziert hat. Ich schwor, für das Imperium zu sterben, und so soll es sein. Ich wollte niemals jemand anderen damit belasten. Aber als ich dich auf meinen Weg traf, bemerkte ich, dass du das so viel einfacher machen könntest. Ein Fremder ohne Papiere würde mit Sicherheit festgenommen werden, bevor meine Mission vollendet wäre. Ja, vielleicht sogar begonnen hätte. Das besorgt mich sehr, doch dann kamst du. Ich brauchte jemanden, der sich innerhalb Indals bewegen konnte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Jemand, der problemlos mit vielen Menschen sprechen konnte und so die Krankheit verteilen, das ganze Jahr über. Stopp! Hör auf! Du darfst dich nicht verantwortlich machen, Lon. Imdal war es vorherbestimmt zu fallen. Diese Leute waren es vorherbestimmt zu sterben. Alles, was wir getan haben, war, dem Imperium Umstände und Tode zu ersparen. Du dreckiger Mörder! Alles klar, es tischt ab. Aber wir lassen das nicht so auf uns sitzen. Wir nehmen das Schwert der Wache und laufen ihm hinterher. Denn wir fordern Vendetta. Rache. Wir sind beide infiziert. Aber trotzdem. Solange wir jetzt noch leben, herrscht in uns Wut. Wut und Hass. Die werden wir jetzt versuchen, an Hoss auszuüben. Ich frage mich eigentlich, warum, welche Zeit wir jetzt eigentlich gesprungen sind. Das ist ja nicht mehr der Winter wirklich. Das ist jetzt einfach nur Imdal zerstört und, naja, auf jeden Fall liegt das irgendwo weit in der Zukunft. Leg dieses Ding nieder, Lon. Wir sind beide gezwungen zu sterben. Lass es uns mit Würde beenden. Dafür wirst du bezahlen. Lon. Ich weiß nicht, wieso ich mich bemühen sollte, mich vor dir zu rechtfertigen. Was ich tat, tat ich aus Loyalität zum Imperium. Leute wie du werden den Krieg niemals verstehen. Ich habe ein Eid geleistet und ich muss dir Leid verursachen, um ihn einzuhalten. Aber es war nichts Persönliches. Ich wollte nicht, dass jemand leidet. Du hast jeden umgebracht, den ich kenne. Und wofür? Für den Stolz eines zerfallenen Imperiums. Weil du lieber sterben und alle mitreißen würdest, als deinen Rat in Frage zu stellen. Du bist ein wahrer Feigling. Du machst mich langsam wütend, Bursche. Geh heim und lass deine Mutter sich um dich sorgen. Für die Zeit, die dir noch bleibt. Niemals. Nur einer von uns beiden verlässt dieses Feld. Bla bla bla, schwer, ja, Erklärung, bla. Wir kämpfen jetzt nämlich. Komm her. Na schön, Lon. Komm her, okay, oder er sagt's. Alles klar. Los, greif mich an und ich pariere. Der Trick liegt nämlich darin, im richtigen Moment seinen Angriff abzuwehren. Und so, wie ich es jetzt gerade nicht gemacht habe. Und dann zuzuschlagen. Sehr tiefgründiges Gameplay. Und ich habe es schon versucht, einmal bereits aufzunehmen, und ich habe mega gelutscht. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal diese ganze Aufnahme nochmal neu gestartet, um ihn einfach nur mal in den Arsch zu treten. Nimm das! Ja! Ah, nimm das! Wow! Was für ein Konter! Aber was ist das? Durana, warum musstest du mich herausfordern? Was starrst du da so an, Bursche? Hm? Hier ruht Lon Henkel, geboren 941, verstorben 954, geliebter Sohn und Bruder.
Nun, ist das nicht eine deutliche Offenbarung? Nur einer von uns beiden verlässt dieses Feld. Das hast du selber gesagt, Lon. Du hast keine Zukunft. Hör auf, gegen das Unvermeidliche anzukämpfen. Und lass mich das beenden. Wenn ich hier sterbe, wirst du mich dann begraben, Hoss? Nein, warum sollte ich den Geiern den Spaß am... Nur einer von uns beiden verlässt dieses Feld. Nur einer von uns beiden geht zurück zu seiner Familie. Nur einer wird beerdigt. Nein, das ist... Ich kann nicht verlieren. Die Zeit hat es uns verraten. Imdal hat vielleicht nicht mehr viel Zeit, aber wenigstens kann ich die Wahrheit über diese Pest ans Licht bringen. Wer glaubst du zu sein, dass du... Verdammt seist du! So, es ist vorbei. Erhebe dein Schwert. Mach dich jetzt nicht fertig. Wir können nicht verlieren. Die Zeit steht auf unserer Seite. Ich werde niemals. Okay, er gibt nicht ganz auf, aber hier kommt der Gnadenstoß. Ja. Scheint, als würden wir das bekommen, was wir unterstrebt haben. Unser letzter Wille. Rache. Was wird aber jetzt nun passieren? Wir werden alle sterben. Ja, wir werden alle sterben. Sie werden jetzt etwas früher sterben. Sie sind vielleicht schon alle tot. Aber wir werden alle sterben. Das ist die Philosophie, die ich mir jetzt einfach nur gerade so dazu erdacht habe. Es ist das Ende, Leute. Das Ende von Sunset Overimdar. Eigentlich wirklich langes Spiel, aber ein sehr schönes Spiel. Von Theo Messlein, wie auch immer. Ja, und da unten seht ihr es. Besucht diese Homepages dort, um was der Geier was zu machen. Und ja, die Musik scheint gar nicht so unbekannt zu sein, ne? Ich kannte sie persönlich jetzt nicht. Vier Zeiten sagt mir schon was, aber ich habe sie nicht wiedererkannt. Und, ich habe mich schon gewundert, warum ich Copyright-Probleme bekommen habe wegen diesen, Videos, die ich hochgeladen habe. Weil YouTube ist doch wohl aufgefallen, dass diese Musik irgendwo YouTube schon mal gehört hat. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Spielen, heißt es hier. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und für die vielen netten Kommentare. Es ist das Ende. Ja. Das Ende des Spiels. Vor allem sehr schön gestaltet. Also ich muss sagen, letztendlich gefiel mir das Stil wirklich. Am Anfang konnte ich nicht so viel mit dem Spiel anfangen, wie ich schon bereits am Anfang des Let's Plays sagte. Aber im Endeffekt kann ich nur sagen, sehr schöne Geschichte. Was für eine Wendung. Host dieses Arsch. Und das war's. Ich bin draußen, liebe Leute.